Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin so gespannt, ihr werdet es mir nicht glauben, wie sehr ich mich auf dieses Video gefreut habe. Denn ich habe heute, ich glaube, ihr könnt es erahnen, ich glaube, ich habe es lang genug angeteasert, die komplette neue Elf-Kollektion hier für euch, die wir gemeinsam testen werden. Wenn mich eine Kollektion dazu bringt, mich darauf zu freuen, am Abend schon, dass ich fast nicht schlafen kann, die Sachen zu testen, weil ich so einen coolen Look im Kopf habe und diese Vibes, die gerade liebe. Look at my shirt. Ich habe mir extra für dieses Video ein T-Shirt gekauft, Freunde. Dann weiß ich nicht, was mit mir los ist. Ganz spontan hat sich auch ergeben, dass dieses Video in Zusammenarbeit mit Elf entsteht. Ihr habt es vielleicht gestern schon auf meinem Instagram gesehen. Ich habe gestern Besuch bekommen. Und zwar ist gestern der Elf-Truck vorbeigekommen. Freunde, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Freunde, schaut mal, wie krass dieser Truck ist. Hello! Willkommen bei dem Fan-Eis-Truck von Elf Cosmetics. Wie krass ist das bitte? Das komplette Auto ist voll bezogen. Jeremy ist auch schon im Hintergrund und ich bin farblich so ein bisschen angepasst. Ich habe einmal alle Produkte einmal bekommen und ganz viel Eis. Der Truck fährt jetzt weiter und ich mache mich jetzt direkt ans Drehen. Die Produkte gibt es jetzt schon bei DM. Review kommt morgen. Der Elf-Truck hat mir neben der Kollektion auch Eis mitgebracht und das war einfach so ein cooles Erlebnis für mich, weil aktuell finden keine Influencer-Events statt und das war einfach super, super cool, dass sie vorbeigekommen sind und da habe ich mich gefreut und dann haben wir spontan einfach gesagt, okay, ich teste die Sachen und stelle sie euch gerne einmal vor. Ich habe diesen Vibe komplett gefühlt, ich hätte auch gerne noch türkisfarbene Haare, aber ich glaube, actually, das wäre ein bisschen zu viel gewesen. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Das wird ein sehr, sehr langes Video, glaube ich. Im Moment mögt ihr das total gerne. Und diesmal habe ich auch eine coole Aktion für euch, unabhängig von der Zusammenarbeit mit Elf. Es gab nämlich gestern noch eine kleine Lieferung mit der kompletten Kollektion noch einmal. Und die würde ich gerne für euch verlosen. Was ihr dafür tun müsst, steht einmal unten in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Ganz wichtig ist aber, abonniert den Kanal, liked das Video und schreibt mir einen netten Kommentar. Und alle Informationen stehen unten in der Infobox. Freunde, ich bin hyped, ich bin ready, seid ihr es auch? Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr merkt schon, ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt, weil ihr wisst ja, ich mache das hier ja hauptberuflich mittlerweile und ich teste natürlich auch viel, viel Make-up. Aber als ich die Kollektion gesehen habe, ich weiß nicht warum, aber ich war hyped. Und das passiert mittlerweile leider Gottes recht selten, dass ich mich auf eine Kollektion sehr, sehr freue. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich gerade meine eigene Brand aufbaue und auch so in Kollektionen denke und dann kommt so eine Kollektion. Ich denke mir so, yes, you did it. Ja, ich bin happy, ich bin bereit, ich sehe ein bisschen, nee, so müde sehe ich heute nicht aus. Augenbrauen sind schon drauf. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach an. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet euch nichts, mir bedeutet es die Welt und ihr unterstützt mich damit wirklich am meisten. Freunde, es gibt wirklich, wirklich viele Produkte. Und ich fange als erstes mit den Produkten an, die ich jetzt nicht aktiv im Video besprechen möchte mit euch. Und zwar, das fiel mir heute Morgen auf der Toilette ganz spontan ein. Elf bedeutet Eyes, Lips, Face, also Augen, Lippen und Gesicht. Und in der Kollektion kommt das tatsächlich so ein bisschen durch. Das ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen. Und zwar gibt es in der Kollektion auch Skincare-Produkte. Einmal gibt es hier ein Cooling Cleanser. Das ist ein Reinigungsschaum. Ist es ästhetisch pleasing hier für euch heute? Den probiere ich gleich aus, bin ich sehr gespannt. Und dazu gibt es auch noch eine Maske. Das ist die Whipped Face Mask. Ich kann sie euch einmal kurz swatchen, dass ihr so ein bisschen die Textur sehen könnt. Kommt in einer sehr, sehr großen Quetschtube. Da sind 80 Gramm drin. Und seht ihr die Farbe? Das ist tatsächlich mintgrün. Ihr werdet es jetzt durch die vielen Farben hier im Hintergrund wahrscheinlich nicht so gut sehen. Aber die ist mintgrün, die Farbe. Ich habe es jetzt mal so ein bisschen ausgeblendet. War vielleicht nicht die schlauste Idee. Und was ich super, super cool finde, ich liebe solche Produkte, ja, sind diese Reinigungspads. Das ist ein Reinigungspad, ein Cleansing Cloud. Damit kann man sein Make-up entfernen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ich schwöre auf diese Dinger. Die gibt es natürlich auch von anderen Marken. Allerdings finde ich diese langen Tücher immer nicht so gut, weil ich bin Wattepads gewöhnt. Und von diesen ganzen Tüchern, das stört mich. Ich mag sowas lieber. Man kann eigentlich nur komplett mit Wasser das ganze Make-up wegnehmen. Also finde ich eine gute Sache, ist auch nicht so teuer. Elf ist ja noch recht neu, finde ich, in Deutschland, beziehungsweise noch nicht so bekannt in Deutschland. Und ich glaube, das ist die erste Kollektion, die wirklich so richtig komplett da ist. Und die gibt es
stationär bei DM, nicht bei allen Filialen, gibt es jetzt auch schon. Also wenn ihr das nächste Mal zu DM geht, solltet ihr euch beeilen, weil ich denke, diese Kollektion wird sehr schnell ausverkauft sein. Ansonsten verlinke ich euch einmal die Elf-Webseite, da gibt es das auch online zu bestellen. Wir kommen jetzt aber zu den Produkten, Freunde, für die wir alle hier sind, und das ist das Make-up. Es gibt nämlich einen Primer und das ist der Cooling Face Primer. Im Prinzip die günstigste Version von dem Milk Hydro Grip Primer ist. Der macht die Haut sehr klebrig, feuchtigkeitsspendend. Ihr könnt richtig, wir tragen ihn auf. Ihr werdet sehen, was ich meine. Wenn ihr den Milk Primer schon immer mal ausprobieren wolltet, der euch aber zu teuer ist, ist das das perfekte Dupe dazu. Der ist auch mintgrün, sehr flüssig und, seht ihr das? Sehr gelig. Er riecht nach Menthol, aber ganz leicht. Also nicht so wie diese Lip Plumper, sondern sehr, sehr leicht. Lässt sich gut verteilen. Ist halt so ein bisschen wie ein Kleber, ne? Wie so ein Bastelkleber. Aber sobald der auf der Haut ist und so ein bisschen warm wird, der wird dann so ein bisschen flüssiger. Und seht ihr das? Die Haut wird richtig schön klebrig und das hält das Make-up extrem fest. Also ich habe den auch schon getestet, gestern schon. Ich konnte es natürlich nicht abwarten. Das Make-up sieht fantastisch aus. Und wenn der antrocknet, habt ihr nicht so dieses klebrige Gefühl im Gesicht. Eure Haut ist aber extrem gut mit Feuchtigkeit versorgt und ihr habt wirklich diesen Klebeeffekt. Ich überlege mir, wie wir das jetzt machen. Fangen wir mit den Augen heute an. Ich habe nämlich einen Look im Kopf, den ich unbedingt nachschminken möchte. Ich zeige euch erstmal die Lidschattenpaletten. Davon gibt es nämlich zwei. Und die sind wirklich super, super mini. Da sind vier Farben drin. In jedem Pfännchen sind ungefähr ein bisschen mehr als ein Gramm drin. Also sind schon recht groß. Und die gibt es in zwei verschiedenen Farben. Einmal ist es die Chocolate Mint Palette. Das ist diese hier. Hier sind noch so ein paar Brauntöne mit drin. Und hier ist die Mint to Be Palette mit wirklich sehr, sehr schönen Mintfarben. Ich habe so viele Looks schon online gesehen. Eine Palette kostet, glaube ich, nur 5 Euro. Das ist schon sehr, sehr gut. Es gibt dazu aber auch noch Augensticks. Und das sind die No Budge Eyeshadow Sticks. Das sind Lidschatten in Stiftform, die nicht verschmieren. Ich swatch euch mal ganz kurz ein. Und zwar nehme ich jetzt hier als erstes mal die Farbe Melt With Me. Das ist so ein Chocolate Brown. Hat so ein bisschen Schimmer. Und wenn der antrocknet, Freunde, der hält. Man hat so ein bisschen Spielzeit, ne? Kann noch so ein bisschen verblenden. Und dann setzt er sich da und hält den ganzen Tag. Ich mache mir ein bisschen Lidschattenprimer auf die Augen. Und dann fangen wir mit den Augen an. So, ich hole euch gleich ein Stückchen näher ran, dass ihr das Ganze ganz gut sehen könnt. Ich fange als erstes mit dieser kleinen Palette an. Ich finde 5 Euro dafür völlig in Ordnung, vor allen Dingen, weil die Fändchen halt auch nicht so ganz klein sind, ne? Also das ist schon eine süße Palette, kann man mal schnell in die Tasse stecken, wenn man vielleicht gerade auf einer kleinen Übernachtungsfeier war und am nächsten Morgen aufwachen möchte und denkt so, oh, guten Morgen, mein Schatz. Oh, du siehst aber frisch aus. Hast du vielleicht heute ein kleines Minzbonbon gegessen? Ja, ich fange als erstes mit dem Braunton hier an. Das ist eine schöne Transition Shade. Sieht einmal gut auf dem Pinsel aus. Ich klopfe einmal ab und setze mir die schon mal hier in meine Crease. Stempel mir das jetzt erstmal hier auf. Ich weiß nicht, ob der Look so funktioniert, wie ich ihn haben möchte. Ich hoffe es, weil in meinem Kopf sieht das fantastisch aus. Farbe ist dunkler als gedacht. Die baue ich mir hier auf und verblende die direkt hier ganz weit nach oben. Lässt sich gut aufbauen, die Farbe. Jetzt ein Eyeliner. Ihr könntet rausgehen, aber heute, Freunde, geht es ja wirklich um diese Mint-Farben. Ich habe überlegt, ob ich nur einen Mint-Look schminke, aber ich bin ja nicht so ein Freund von so Pastell-Looks. Ich finde, es kommt so ein bisschen auf die Hautfarbe drauf an. Wenn man ganz, ganz hell ist, kann das super, super schön aussehen. Oder wenn man super dunkel ist. Aber so bei mir, so in dem dunkleren Bereich der hellen Nuancen, weiß ich nicht, ich finde, das sieht immer so ein bisschen schwierig aus. Deswegen möchte ich heute einen alltagstauglichen, mintfarbenen Look schminken. Sie ist extrem pigmentiert. Also ich glaube, ihr seht es im Vergleich, ne? Eine Farbe. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Erfahrungen mit Elf-Produkten gemacht habt. Also was ich gerne benutze, sind die Concealer von Elf und diesen Putty Primer. Der war ja auch damals richtig gehypt. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass das vor allen Dingen für die Drogerie eine sehr, sehr gute Alternative zu den bestehenden Marken ist. Ich habe mir die Farbe einmal aufgebaut. Ich nehme jetzt noch einen dunkleren Ton und einen kleineren Pinsel und gehe in dieses ganz, ganz dunkle Braun hier rein. Brauche einen Spiegel und die setze ich mich hier komplett in die Crease. Das wird jetzt nämlich die dunkelste Farbe, die ich habe. Und dann machen wir eine richtig... Okay, dunkler als gedacht. Okay, wow. Stopp. Ich dachte, dass sie ein bisschen weich, also weniger pigmentiert ist. Ich blende jetzt mal hier ein bisschen aus. Vor allem seht ihr meine Haut gerade, wie schön feucht die aussieht. Okay, man kann sie auf jeden Fall noch ausblenden. Ich mische jetzt nochmal so ein bisschen die beiden Farben zusammen.
am Übergang. Und die Lidschatten sehen auf der Haut, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, ob das so durchkommt, nicht trocken aus. Also das sind matte Shades, aber nicht trockene Shades, so pudrig, mehlig. Wisst ihr, was ich meine? Extrem pigmentiert, sieht alles jetzt verrückt aus, aber Freunde, trust the process. Es dauert einen Moment, bis ihr wisst, was ich machen möchte. Ihr könntet natürlich auch mit diesem Butch Stick einfach so ein bisschen aufs Lid gehen und das dann verblenden. Ich möchte heute aber den mintfarbenen Stick benutzen für die Cut Crease. Das ging wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Hier kann man noch so ein bisschen mehr arbeiten, aber sehr, sehr schöne, intensive, dunkle Farben. Also wenn ihr auf dieses braune Smoky Eye steht, ihr habt auch noch einen hellen Schimmerton, den könnte man sich aufs Lid geben. So bis hier könnte es auch eine Natasha Denona Caramel Palette sein und dann kommt halt dieser krasse Mintton. Kommen wir zu dem, was wirklich super spannend ist. Und zwar gibt es ja diese Butch Sticks. Und den gibt es auch in der Farbe Mint For You. Und das ist so ein Mintton. Und damit möchte ich mir jetzt eine Cut Crease ziehen, um eine Grundlage zu haben für den matten Ton aus der anderen Palette. Nehmen wir das einfach jetzt mal hier und kommt auf jeden Fall Farbe raus. Ich habe natürlich jetzt Braun hier schon drauf. Also hätte ich jetzt mein Lid sauber gemacht, so wie hier unten, dann seht ihr richtig, wie deckend die Farbe ist, ne? Also ich muss jetzt hier nicht groß mit Concealer arbeiten, hätte ich auch machen können. Aber you know it, I'm a lazy queen. Und da drauf haftet jetzt vermutlich der andere Lidschatten sehr, sehr gut. Schaut mal hier, wie deckend das jetzt hier vorne schon ist. Ich gehe jetzt hier einfach noch mal ein bisschen drüber. Das reicht aber krass. Arbeitet ihr oft mit Cream Shadows? Ich mache das ja selten, ne? Weil ich finde, das ist immer so schwierig. Aber das ging gut. Vor allen Dingen, wenn man halt auch so ein bisschen die Inspiration schon im Kopf hat. Wir nehmen jetzt diese Palette hier und gehen in den matten Ton hier rein. Sieht so aus und den pressen wir einfach hier rauf. Wow. Yes. Schaut mal, wie deckend die Farbe jetzt ist, ne? Ich habe ja durch diesen Cremeschatten einfach schon mal so ein bisschen die Form vorgegeben. Da, wo der Lidschatten halten soll. Und da hält er auch. Ich nehme jetzt meinen Pinsel, sprühe den nass. Falsche Richtung. Und jetzt gehen wir in den Schimmerton hier vorne. Das ist auch so ein heller Mintton. Okay, she's full. Ich nehme mal ein bisschen ab. Klopf ab. Und das setzen wir jetzt hier rüber. Und das gibt hier vorne nochmal so ein bisschen Bewegung. Und den hellsten Punkt. Und dann nehmen wir den Grünton hier. Und gehen damit nochmal komplett rüber. Ich nehme dazu mal meinen Finger. Sehr weich, sehr grün. Wow. Schaut euch das an. Krass. Ich swatche ihn einmal ganz kurz. Hier ist einmal noch der andere Schimmerton. Und hier, mega. Ich swatche euch mal vielleicht alle drei Schimmertöne, dass ihr mal einen Vergleich habt. Weil die sehen alle anders aus. Und drei. In der Palette ist er etwas softer. Und auf den anderen ist er so ein bisschen intensiver. Hier seht ihr das. Also es sind drei unterschiedliche Farben. Die beiden rechten aus der mintfarbenen Palette sind so ein bisschen intensiver. Metallischer, der andere ist eher so ein Soft-Matt. Amazing, sieht richtig, richtig cool aus. Ich dachte mir, wir könnten jetzt vielleicht mit diesem hier nochmal vorne die Cut-Crease so ein bisschen intensivieren. Ich weiß nicht, ob es gut geht. Schaut mal, dadurch können wir hier vorne einfach nochmal die Kontur ein bisschen schärfer machen. Muss man sich so ein bisschen beeilen, dann kann man das hier nochmal so ein bisschen ausblenden. Krass. Ich würde einmal ganz kurz meine Base machen. Primer hält richtig schön auf der Haut. Und ich mache Foundation drauf und bin gleich wieder da. Und sie sieht einmal schon ein klitzekleines bisschen besser aus. Ich habe ein bisschen Concealer, ein bisschen Blush, ein bisschen Rouge, alles Mögliche aufgetragen. Und jetzt seht ihr auch, dass diese Form halt einfach so richtig schön das Auge nach außen bringt. Ich möchte jetzt mal was ausprobieren. Und zwar gibt es ja hier diesen Schimmerton. Den mischen wir so ein bisschen mit diesem Grün. Also, dass wir so eine spannende Highlighter-Farbe haben. Denn der grüne Mintton hier ist nicht so krass schimmrig wie die anderen. Und dadurch kann ich einfach so einen individuellen Highlighter machen, der da so ein bisschen dazu passt. Finde ich eigentlich ganz spannend. Ein Highlighter war in der Kollektion nämlich nicht dabei. Es gab Pinsel, die habe ich aber nicht. Aber mein Gott, ich habe ja meine eigenen Pinsel. Mhm. Sehr schön soft. Geht gut.
Wir nehmen jetzt nochmal diesen braunen Stick und gehen damit direkt in die Wasserlinie rein. Und nehmen uns dann klein und gehen nochmal in den braunen Ton und blenden dann so ein bisschen aus. Das Schöne bei diesen Butch-Sticks ist ja, dass man noch so ein bisschen Spielzeit hat und die ausblenden kann. Und dann kann man die auch mit so einem Puder setten und dann halten die halt auch den ganzen Tag, ne? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das oft macht, dass ihr Cream-Eyeliner settet mit einem Lidschatten. Weil ich finde, dadurch habt ihr natürlich einfach nochmal die meiste Deckkraft, vor allen Dingen unten an dem unteren Wimpernkranz. Da ist ja meistens mehr Puder als auf dem beweglichen Lid. Und da hält Lidschatten nicht oft. Und mit so einem Cream-Stick, ich weiß, Hattie macht das gerne, habt ihr dann nochmal so einen krassen Effekt. Wow, ich fühle mich wie Cleopatra. Wie findet ihr den Look bis jetzt? Wir haben noch Lippenprodukte und wir testen einfach mal alle durch. Und zwar gibt es 4 verschiedene Lip Plumping Glosse. Einmal in so einem Nude-Ton, dann einmal in einem durchsichtig, so leicht grünlichen Ton und hier einen mit Glitzer. Den kann ich mir auf dem schwarzen Lip Liner super gut vorstellen. Und auch noch, ich bezeichne das auch als Nude, ein für mich etwas dunklerer, rotbrauner Schokoladenton. Wir fangen mal mit den durchsichtigen an. Und zwar benutze ich als erstes hier die Farbe A Hint of Mint. Das schmeckt auch so ein bisschen minzig. Das sind halt sowieso Plumping-Glosser. Ganz zarter Gloss-Effekt. Dann haben wir den mit etwas mehr Glitzer drin. Ich weiß nicht, ob der jetzt auf der Lippe so rauskommt, aber wir schauen. Oh doch. Oh, seht ihr das? Diese grüne Reflexion. Aber es sieht nicht so gammelig aus. Ich finde, grün kann schnell gammelig aussehen. Dann haben wir den etwas dunkleren Ton. Das ist die Farbe Chocolate Chip. Wenn ihr keinen Liquid Lipstick beispielsweise drunter habt, dann sieht es wirklich aus wie so Schokolade. Ansonsten würdet ihr euren braunen Lippenstift einfach noch so ein bisschen intensivieren. Ich würde jetzt einmal ganz kurz meinen Liquid Lipstick raufmachen, Lashes, und dann tragen wir die letzte Farbe auf. Freunde! Oh mein Gott, ich fühle mich so gut. Ich fühle mich so gut. Das ist ein Look. Ich glaube, sowas habe ich noch nie geschminkt. Es ist sehr, sehr viel. Wir kommen jetzt nochmal zu dem Lipgloss und das ist die Farbe Mint Chocolate. Ist ein bisschen heller. Ich habe auf den Lippen den NYX Lip Liner und den Liquid Lipstick in Cairo. Wow, ganz weich. Freunde, ich bin gespannt, wie euch der Look gefällt. Es war kein Produkt, no joke. Außer vielleicht, ja gut, den habe ich jetzt nicht benutzt. So ein Shimmer-Stick. Also, ich finde, die Kombination aus den Produkten hat super, super gut geklappt. Zu den Skincare-Produkten kann ich euch jetzt nicht sagen, wie sie langzeitlich performen. Ist aber süß, dass sie das alles so zusammengepackt haben. Große Empfehlung auf jeden Fall für die Sticks und für die kleinen Lidschattenpaletten. Es geht sehr schnell, es geht sehr einfach und ihr könnt damit super, super gut arbeiten. Ich finde auch, die Lipglosse haben einen schönen Effekt gehabt. Vor allen Dingen, Nude haben wir wahrscheinlich alle schon zu Hause, aber dieses leichte Menthol, dieses leichte Mint könnte vielleicht eine ganz spannende Sache sein, einfach um die Make-up-Kollektion weiter auszubauen. Wie gefällt euch die Kollektion? Wie gefällt euch dieser Look? Ich fühle mich wieder so gut. Das ist wie nach dem Video mit der DC-Palette im Moment. Ich merke richtig, wenn Make-up mir gut tut, Make-up-Therapy. Ich bin gespannt, wie euch die Produkte gefallen haben. Lasst mir gerne ein kleines Feedback unten in den Kommentaren da. Ich schreibe euch die Teilnahmebedingungen für die komplette Kollektion einmal unten in die Kommentare. Schaut auf jeden Fall auch bei Instagram vorbei. Da verlose ich nämlich dasselbe Paket. Also ich packe alle Teilnehmer zusammen, damit auch alle die Chance haben, mitzumachen. Freunde, ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf.